Ein Greenscreen? Ja, natürlich. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr so einen coolen Greenscreen in Minecraft benutzen könnt. Ich habe jetzt aus hellgrünem Beton so einen Kasten gebaut, also mit einem hellen Block, also Light Block. Könnt ihr das jetzt einfach hier so beleuchten? Weil für den Greenscreen dürfen hier nur grüne Sachen sein, damit es auch funktioniert. Das wisst ihr, glaube ich, schon. Ja, also, ne? Ich beleuchte das mal alles. Den könnt ihr jetzt wegmachen. Also, ich habe den jetzt weggemacht. Und so. Wir wollen ja zum Beispiel jetzt so eine kleine Animation haben. Ich habe jetzt so einen Skin gewählt und es gibt es ja auch Modes in Minecraft. Hier zum Beispiel, ja, Wave, Simple Clap oder Overhead. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Wave mache, seht ihr? Yay, nice. Also bin hier gerade in der Aufnahme. Ihr müsst, wenn ihr das jetzt so eine Animation haben wollt, müsst ihr jetzt einfach Aufnehmen drücken und dann irgendwas machen. So. So. Und mal gucken gleich. Ich habe noch Clap hier. Und nochmal Over There. So. Wir gehen einmal in ein Video Bearbeitungsprogramm und da zeige ich euch mal, wie das geht. So, wir befinden uns jetzt in dem Share Factory Bearbeitungsprogramm. Das ist eine Bearbeitungs-App auf der PlayStation. Wir wollen jetzt das Video hier auch vorrufen. Und zwar könnt ihr das mit einmal auf X drücken und dann Spur 2 hinzufügen. Hier, diese Spur 2 hinzufügen, darauf einmal. Und hier seht ihr schon, dass da noch kein Video ist. Da müsst ihr einfach mal auf X drücken und den Clip hinzufügen. Bei mir ist das jetzt hier, dass ich muss dieses Video noch einmal richtig cutten, was ich jetzt einmal kurz machen werde. So, ich habe es jetzt gecuttet und ihr müsst das auch cutten, weil wir brauchen ja nur diese kurze Animation, die kurz hervorkommt. So, diese kurze Animation hier. Oben seht ihr nochmal das Layout. Ihr könnt es auch noch einmal bearbeiten. Hier ist das BIP-Layout. Das könnt ihr einfach hier einmal vielleicht oben rechts, unten links, oben links, Mitte oder wie ihr wollt irgendwie halt einsetzen. Ich mache das jetzt oben links. Und ihr müsst noch einmal auf Dreieck drauf gehen, weil da ist der Greenscreen. Weil ihr müsst noch mal auf X und hier findet ihr den Greenscreen. Hier könnte ich das nochmal einmal ranzoomen. Hier, da habe ich nur diese coole Figur. Nur diese einzige coole Figur. Ich finde, das ist so gut. Ihr findet das unter Schwenken und Zoomen. Und schon ist es fertig. Wenn ihr jetzt fertig seid, kann ich euch das einmal zeigen. Cool, oder? Ich hoffe, ihr könnt das auch mal ausprobieren. Ciao.